Hallo, ihr lustigen Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu The Long Dark mit mir, Mr. Merp. Immer noch Kartografier-Let's Play. Ich habe keine Ahnung, wann diese Folge kommen wird. Es dürfte allerdings so um den Dreh rum sein, wann der Storyline-Modus tatsächlich kommt. Ich bin ehrlich gesagt gerade überrascht, dass wir es geschafft haben, hier dieses Feuer auf Anhieb anzuzünden. Boah, wie lange kann das Feuer denn jetzt brennen? 12 fucking Stunden! Wow! Das ist überraschend. So, ich mache jetzt erstmal eine geschmacklose Tomatensuppe auf und koche sie, denn die haben wir noch nicht gekocht. Das ist schön. Außerdem verschwindet dadurch draußen jetzt der Wolf natürlich. Und das hier gare ich auch noch. Schöner Hagebuttentee. Viel können wir eh nicht mehr machen, es wird schon wieder dunkel. Ja, und ich habe jede Menge von dem Zeug dabei. Das ist aber noch heiß, das ziehe ich mir rein. Ich habe hier immer noch 5 Kilo, die ich da reinpacken kann. Ja, ich lasse mal 2 Stück immer bei mir. Muss ich nicht tragen. So, wir sind fertig. Und können wieder mal rausgehen. Das brennt fröhlich vor sich hin. Das darf's auch. Und wir gucken mal, was draußen so los ist. Hier scheint alles friedlich zu sein. Gut, dann können wir ja in die Richtung gehen und wieder ein bisschen was malen. Ich stelle mich mal kurz mal hier gleich drauf, so ein bisschen Aussicht genießen und dann gucken wir uns mal unsere Karte an. Wir sind jetzt ziemlich genau hier. Wir haben hier einiges noch nicht aufgedeckt. Ja, nee, wir waren noch nicht ziemlich genau da. Dafür müssen wir erstmal überhaupt an die Brücke ran. Jetzt sind wir auf der Brücke und ab hier beginnt sozusagen Niemandsland. Hier wohnen Drachen. Hat man ja früher immer so gesagt, ne? So, um einfach zu sagen, niemand weiß, was hier wohnt. Hier wohnen Drachen. Einfach nur, um zu verdeutlichen, hier könnten sogar Drachen wohnen. So wenig weiß man über das Gebiet. Da drüben ist auf jeden Fall jetzt wieder dieser Rohrkolbenhain. So, wo bin ich jetzt hier? Ich bin ein Stückchen jetzt hier so hingelaufen. Wahrscheinlich macht es Sinn, noch ein bisschen mehr in diese Richtung zu laufen. Und da vorne an dieser kleinen Kurve hier, genau an dieser Spitze, mal den Zeichenstift auszupacken. Mal gucken, was wir finden. Das war sehr gut. Das heißt, wenn wir uns in diese Richtung jetzt orientieren und dann auf offener Fläche zeichnen, dürften wir eigentlich alles erwischen, was da drüben ist. Boah, guck dir mal die Wolken an! Das ist mir noch nie so aufgefallen. Verdammte Axt. Das Einzige, was jetzt noch fehlen würde, wäre, wenn das wirklich dynamische Wolkenformationen wären. Das ist das Einzige, was fehlt. Aber das halte ich für... Das ist wahrscheinlich einfach zu viel auch für eine Engine wie diese hier. Ich weiß es nicht. Kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich glaube, das ist dann einfach zu viel. Jawollo. Wenn wir jetzt in diese Richtung gehen, finden wir dann den Rest von dem, was wir hier malen müssen. Hallo? Ja, man weiß ja nie, was er lauert, ne? Moment, nochmal auf die Karte gucken. Ja, der Fels da drüben könnte interessant sein zum Draufsteigen.
Also dieser hier. Hier wohnt eigentlich gar nichts. Ich wäre inzwischen froh, wenn hier Drachen wohnen würden. Hier wohnt einfach nur der Wind und jede Menge Schnee. Na, darf ich da hoch spielen? Ja, ich darf hoch. So, das ist meine Destination. Und mal gucken, ob das auch wirklich unsere Destination... Nein, war es nicht. Ich habe jetzt hier irgendetwas aufgedeckt. Ich hätte aber viel mehr da oben sein müssen. Fuck. Das ist ärgerlich. Wenn man sich so vertut. Irgendwie jenseits von diesem Fels da muss es sein. Jo. Kommt eine schöne Musik und es wird irgendwie sehr viel weißer. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir noch ein bisschen Sicht haben und kein Megasturm entsteht, weil in so einem Megasturm kannst du halt überhaupt nicht mehr malen. Oh Gott, ich kann nicht mehr rennen. Ich bin aus der Puste. So. Ein Hase. Also wenn ich jetzt hier nicht treffe, dann weiß ich auch nicht. Ich hab's getroffen. Wunderbar. Macht's gerade eben. So, jetzt müssen wir nach unten. Dann kommen wir wieder Richtung Straße. Dann haben wir auch dieses Gebiet hier gesichert. Na, abgesichert ist vielleicht der falsche Begriff. Es ist ja nicht sicherer geworden. Guck mal, wie viele Häschen hier wohnen. Ich habe echt das Gefühl, die Hinterland hat die Menge an Hasenspawnorten deutlich erhöht. Aber wirklich deutlich erhöht. Da drüben ist die Brücke schon. Ich möchte bis zur Straße jetzt hier das alles aufgedeckt bekommen. Das ist mein Wunsch. Aber daher ich nicht weiß, was hier rumläuft, muss ich jetzt vorsichtig sein. Auf den würde ich gerne hoch, aber das ist unmöglich, glaube ich. Schon das hier ist eine Herausforderung. Ja, jetzt sind wir hier sogar schon an der Kreuzung. Karte, was sagst du? Also ich befinde mich jetzt definitiv hier an diesem Punkt. Eigentlich muss ich deutlich mehr in diese Richtung, wenn ich sinnvoll zeichnen will. Muss ich wirklich hier so fast schon auf der Straße stehen? Hier kann ich jetzt meine Zeichenattacke starten. Zeichenattacke. Auch mal interessant. Ja. Und jetzt da drüben. Da kann ich vielleicht sogar auf diesen Hügel. Auf diesen Hügel, ja. Als ob das ein Hügel wäre. Hier hat man jetzt halt auch wieder das Leichte. Man hat ja sehr, sehr eindeutige Gebiete, die man. Also so Grenzen, Zonen und so weiter und so fort, die man sich hier als Marker nehmen kann. Wie den Fluss, die Straße und dergleichen. Das macht sehr viel leichter. Ja, ich bin jetzt erst hier. Ich muss sehr viel weiter da hoch. Das ist das, was ich meine. Zack und zack. Hier können auch mal Wölfe rumschleichen, das weiß ich. Aber tun sie irgendwie gerade nicht. Oder?
Nee, scheinbar nicht. Der Hügel da vorne. Wenn wir auf dem Hügel stehen, dürften wir einiges mitbekommen. Ist eventuell fast schon zu weit, aber wir werden es gleich sehen. Ich schätze mal, dass ich eher hier zeichnen müsste, aber dann sehe ich wieder irgendwas auf der anderen Seite dieses Hügels nicht. Ich kenne doch mein Glück. Du wirst dich bald hinlegen müssen. Oh, wirklich. Soll ich dir das glauben? So, genau hier. Ja, das ist genau drin. Ich rate dir, dass das alles drin ist, liebes Spiel. Mann, oh, jetzt bin ich hier und hab hier nicht alles erwischt. Na gut, ich muss einen Weg einfach finden, wie ich da hochkomme. Kann ja nicht unmöglich sein. Ich versuch's erstmal hier links. Das ist das Nähere von beidem. Also was wir gerade eben auch wirklich einfach ganz massiv lernen, ist, wo kann ich überall hoch in diesem Spiel, ne? Das ist eine sehr, sehr interessante Erkenntnis, höchstwahrscheinlich für den einen oder anderen. Ebenfalls auch für mich. Na, das wird nicht reichen. Aber vielleicht kann ich jetzt hier so hoch. Nein, kann ich nicht. Kann ich hier damit jetzt was anfangen? Oh oh. Oh! Scheiße. Na toll, das hat's ja echt gebracht. Das hat's ja echt gebracht, ey. Vor allem, wenn wir es dann so einfach haben können. So. Man muss immer wieder nur so ein bisschen hin und her fahren. Dann finden sich manchmal einfach so kleine Punkte, wo es geht. Und dann plötzlich wieder Höhe gewinnen kann, wie hier zum Beispiel. Aber dann geht es auch manchmal plötzlich nicht mehr so geil. Aber dann kann man wieder hier rüber. Und dann hier. Und dann wieder nach rechts. Ihr seht, was ich meine. Man muss die Schiene finden, die das Spiel da mehr oder weniger, ich möchte es nicht behaupten, vorgesehen hat, aber sie ist halt da. Und jetzt bin ich hier oben. Ha! Ich wette, hier kommt kein Wolf hoch. So, wir haben's. Schön, oder? Gibt nur noch dieses kleine Gebiet hier. Und das holen wir uns jetzt. Und dann müssen wir sowieso so langsam aber sicher ins Häuschen zurück. Das ist direkt da drüben, was wir uns holen müssen. Da renne ich tatsächlich sogar noch mal ein bisschen. Auch wenn wir jetzt gleich völlig erschöpft zusammenklappen. Ist mir egal. Das Gute ist, dass wir inzwischen jetzt nicht mehr so sehr frieren. Ich hoffe, dass ich diese letzte Zeichenaktion jetzt noch hinbekomme. Ah, Wapitis. Bin ich hier richtig? Ja, das ist genau das. Ich stelle mich auf das Ding da drauf und zeichne. Exakt hier. Scheiße! Ich hab nichts mehr. Ah, toll. Das habe ich ja toll hingekriegt. Aha. Wenn ich dieses eine Wapiti bis vor die Bude treiben kann und es dort zu erlegen, dann wäre es vernünftig, es auszunehmen.
Aber ich will nicht, dass es zu weit weg ist. Genau, geh schön in die Richtung. Komisches Geweih hier. Ja, da hinten stehst du fast schon gut. Aber auch nur fast. Ja, wird schon besser. Also wirklich direkt am besten vor der Tür hätte ich es gerne geschossen. Jetzt schleichen wir ran. Da ist es. Guckt majestätisch da hoch. Boah, ey. Gewehr. Wir sind total müde, deswegen treffe ich nichts. Heroischer Schuss von Arsch. Fuck, viel zu müde, um hier was zu treffen. Der durfte jetzt aber zu uns zurückkommen, ne? Der durfte zu uns zurückkommen. Ich laure ihm jetzt hier auf. Trink vorher noch was. Warte mal. Ich hau jetzt mir mal einen Kaffee rein, damit wir ein bisschen zielen können. Na komm doch her, du blödes Vieh. Jetzt habe ich die extra da hier hingetrieben. Wäre voll cool, wenn du jetzt auch die Höflichkeit hättest, hierher zurückzukommen. Ja, ich meine, die Posi geht ja auch noch, aber direkt vor der Tür wäre mir halt lieber gewesen. Oh Mann, guckt euch mal das an, wie wir hier rumschwanken. Der Schuss muss jetzt sitzen. Es guckt. Und wir haben's. Ich muss echt auf den Moment warten, bis... Also auf den richtigen Moment. Eine Stunde 30, kommen wir zerlegen's. Jetzt ist es richtig dunkel geworden. Boah, fuck. Jetzt muss ich aber echt rein. Allein, weil wir auch so stinken jetzt, ey. Gar nicht ungefährlich, was ich gerade gemacht habe. So, wie lange brennst du noch? Noch 4 Stunden. Das ist okay. Jetzt trinken wir erstmal. Ich zerlege jetzt hier erstmal ein bisschen Fleisch und dann können wir weitermachen im Kontext. Ach, das sind nur 16 Minuten. Ach, easy. Easy. Ich dachte, das dauert jetzt länger. Ich bin das Bärenfleisch gewöhnt. Da sind die Viertel halt deutlich größer und es ist deutlich mehr Fleisch drin, ne? So, dann den dritten. Und danach den letzten. Ja, du bist hundemüde, aber du musst das Fleisch jetzt noch brutzeln. Sonst bereust du es morgen. Solange wir das Feuer noch am Brennen haben. Tja, liebe Leute. Das war's wieder von dieser Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr seht ja, dass die Karte anfängt, Form anzunehmen. Ich freue mich total darauf, wenn wir sie fertig haben.
Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Macht's gut, bis bald. Euer Mörb. Tschüss und ade.